Ja, und herzlich guten Tag und herzlich willkommen zurück zu My Big Sister. Letztes Mal hatten wir mit dieser komischen Dings gesprochen, mit diesem Geist. Und die hat irgendwas von einem Lachen erzählt und uns irgendwie die Wahrheit erzählt. Und jetzt sind wir auf der Suche nach irgendeinem komischen Lachen. Mein Inventar ist leer. Die Melodie ist spooky. Nicht. Würde ich mit Facecam machen, würde man es mir nicht anerkennen, aber mein ganzer Körper steht gerade unter Energie. Also unter Strom gefühlt. Hä? Ja. Hä? Ich kann Lachen hören. Wer bist du? Erinnerst du dich mehr an mich? Du bist ich? Hm. Ja, ich bin eigentlich Lucia. Vielen Dank auch. Du bist einfach nur eine krummelige alte Frau. Wovon redest du? Du willst also Spielchen spielen? Ich liebe es zu spielen. Witch, wie wäre es mit Wahrheit oder Pflicht? Was? Wahrheit oder Pflicht? Okay, okay, Wahrheit. Lieber auf Nummer sicher gehen, was? Okay. Hast du jemals einen Jungen geküsst? Bäh, nein, ist ja widerlich. Okay, du bist dran. Wahrheit oder Pflicht? Ha. Was machst du jetzt? Ich weiß es nicht. Tja, dann musst du mich wohl töten. Komm schon, töte mich. Nein. Töte dich selber. Wahrheit. Warum bist du nackt? Weil ich nichts zu verstecken habe. Wahrheit. Warte, bin ich nicht dran? Wir hatten alle genug Runden von diesem Spiel. Ich möchte, dass du es beendest. Wahrheit. Wie kann ich die Schleife beenden? Töte die rote Hexe. Wahrheit. Wer ist die rote Hexe? Lucia. Pflicht. Töte mich. Bitte. Für Sombria. Warum ist das deine Antwort? Sombria hat schon genug durch mich gelitten. Schon seit ich klein bin. Irgendwie stand ich ihr immer im Weg und habe ihr Leben gestört. Ich verdiene jemanden wie sie gar nicht. Geh nach Hause. Hm? Jetzt geh einfach. Selbstaufopferung. Deine Mutter war echt erbärmlich, dass sie dir meinen Namen gegeben hat. Ich habe getan, was möglich war, um meine Töchter am Leben zu erhalten. Aber du wirst sie mir nicht wegnehmen. War das diese alte Frau? Die ist wahrscheinlich die rote Hexe. Ach Mann. Hä, du bist der... Ach komm. Ist doch wohl ein schlechter Scherz. Nutzt sie einfach ihre Yokai-Kräfte, um darüber zu kommen. Unfair. Ich versteck mich in dir. Ich bin weg.
Und wieder da. Weg. Und wieder da. Na gut. Zerbrechen oder stark werden. Wir sind zu Hause. Endlich ist es vorbei. Oder etwa nicht. Die Wahrheit liegt in der Reflexion meines Namens. Wir haben es geschafft. Zombie, wir sind endlich zu Hause. Ja, das stimmt. Es ist schön, endlich unser Zuhause wieder zu sehen. Und jetzt können wir endlich diesen Fluch der Schleife aufhalten und dich wieder normal machen. Nicht wahr? Ich glaube schon. Geht es dir gut, Lucia? Ich fühle mich super. Warum fragst du? Fühlst du dich nicht auch gut? Oh ja, schon, aber du wirkst irgendwie anders. Du wirkst normal. Wovon redest du da? Ich bin doch schon immer normal gewesen. Oder etwa nicht? Du wirkst weniger intelligent als vorher. Hey, was soll das denn heißen? Nennst du mich etwa dumm? Nein, so meinte ich das nicht. Tja, du bist hässlich und doof. Und du siehst aus wie ein Freak. Dein Ernst? Vielleicht bin ich wirklich nur ein Freak. Das stimmt. Lauf. So, nochmal kurz speichern. So. Finally, we are at home. Wo ist sie hin? Diese große Heulsuse. Ich werde sie drin lassen. Außerdem ist eh aufgeschlagen. So, eigentlich sie ist zur Toilette, und um sich umzubringen. Ach nö. Hey, was machen sie in unserem Haus? Oh, ich dachte mir, ich komme mal vorbei. Nur mal zu schauen, ob ihr gut zu Hause seid. Es hat eine Weile gedauert, aber wir haben es geschafft. Also, wo ist deine Schwester? Zombie? Pff, wahrscheinlich auch in ihrem Zimmer. Geschieht ihr recht, wenn sie mich als dumm bezeichnet. Das ist aber nicht sehr schwesterlich, nicht wahr? Das ist mir egal. Sie sollte nett zu mir sein. Ja, das sollte sie. Stimmt, das sollte sie. Sie hat mir nicht mal dafür gedankt, dass ich sie nach Hause gebracht habe oder so. Und ich habe dabei alles machen müssen. Vielleicht sollten wir sie an deine Mühen erinnern, Lucia. Ja, aber wie? Sag ihr einfach, wie undankbar sie für deine Hilfe ist. Und dass sie dir immer nur im Weg war. Ja, oh, das kriegt sie zu hören. Oh, nein. Ich kann etwas hören. Es klingt, als würde jemand meinen Namen rufen. Soll ich zurückrufen? Das ist die Kellertür. Die ist abgeschlossen, aber die Tür sieht ist aus, als ob es für sie bald abfällt. Die Schrauben an den Scharnieren sind ganz locker. Hat die Alte sie in den Keller gesperrt? Hier ist nichts drin, außer der Glücks... Ja. The fuck? Was zum F... Ist da jemand? Hallo? Lucia? Bist du es wirklich? Was bist du? Ich bin es. Bitte erinnere dich. Ich bin es. Mama? Ja, mein Schatz. Mama, was ist mit dir passiert? Das wird für dich jetzt sehr komisch klingen. Aber deine Schwester war das. Sie hat diesen Ort erschaffen, diese Leute, diese Geschichte. Das ist alles Zombies Schuld? Ja und nein. Weißt du, deine Schwester ist ein ganz besonderes Mädchen. Also bin ich nicht besonders? Ihr Mädchen seid beide sehr besonders für mich. Ich meine, Sombra ist eine Hexe. Zombie ist die rote Hexe?
Ja, woher weißt du das? Die ganze Zeit dachte ich, dass ich es wäre. Du hast mit der Nudelfrau geredet, nicht wahr? Ja, woher weißt du das? Das ist die Schleife. Alles, was die Gaishin gesehen, gehört und gefühlt hat. Das sind alles nur Ablenkungen. Was meinen sie? Meinst du, das sind Sombrias Gefühle, ihre Vorstellungskraft? Sie hat das alles erschaffen. Aber warum? Weil sie depressiv ist? Nicht wahr? Ja, ich habe versucht, mit ihr zu reden. Aber sie will mir einfach nicht zuhören. Ich habe versucht, die Schleife selbst zu brechen. Aber ich bin gescheitert. Deshalb bin ich hier. Und du hast noch eine Chance, Lucia. Aber warum ich? Ich war in letzter Zeit echt nicht hier, ich selbst. Weil ihr beiden Schwestern seid, Lucia. Aus irgendeinem Grund könnt ihr euch gegenseitig verstehen. Ich kann es nicht erklären, aber ihr beiden habt eine besondere Verbindung miteinander. Ihr teilt euch die Gedanken, Emotionen und die Vorstellungen gegenseitig mit. Ich glaube, Eltern verstehen das einfach nicht. Aber Lucia, du musst Sombria töten. Aber das kann ich nicht. Das ist der einzige Weg. Lucia, bitte, ich wünschte doch auch, es gäbe einen anderen Weg. Aber es gibt keinen. Ich kann meine Schwester nicht töten. Du musst, Lucia. Bitte, es wird alles wieder gut machen. Sogar deine Schwester. Wer weiß ich, dass du mich nicht anlügst. Du warst nie da, wenn wir dich gebraucht haben. Lucia, ich habe für euch Mädchen alles getan, was ich konnte. Ich habe sogar mein eigenes Leben riskiert, um Sombria zu retten. Ich habe mich geopfert, damit ihr beide am Leben seid. Bitte, du musst mir vertrauen. Aber wie soll ich sie töten? Ich habe dir einen Hinweis unter Sombrias Tür versteckt. Ich bin nicht sicher, ob du ihn schon gefunden hast. Also habe ich ihn an den Kühlschrank angehängt. Bitte, tu es für Sombria. Ich weiß. Ich kann für dich keine Entscheidung treffen. Du musst dich entscheiden, und nur du. Versprich mir nur eins, Lucia. Ja, Mama? Dass du niemals vergisst, dass ich beide so sehr, sehr liebe. Das werde ich nicht, versprochen. Mama? Mama? Bist du tot? Ja, natürlich ist jetzt die Nudelfrau weg. Hier ist ein Bild. Das Karottenbeet. Ach, diese Nudelfrau. Geht es dir nicht gut, meine Liebe? Es hat eine ganze Weile gedauert, bis du zurückgekommen bist. Ich war krank. Meine arme Kleine. Sobald du da oben fertig bist, mache ich dir eine Schale mit Nudeln. Okay, stimmt etwas nicht, Lucia? Du wirkst irgendwie erschüttert. Mir geht es gut. Tja, warum eigentlich nicht, wenn du das sagst? Ich warte hier, bis du wieder da bist. Ich wollte mich einfach nur bedanken. Dafür, dass sie mir geholfen haben, Sombria zu verstehen. Oh, bitte sehr, meine Liebe. Ich weiß, was ich zu tun habe. Der Boden ist ganz schön weich hier, wenn ich doch nur eine Schaufel. Was ist das? Noch eine Haarklammer? Ich will davon braucht zum Beispiel, um diese Haarknoten oben zu halten. Hey, Zombie, ich wollte nur mal nach dir schauen. Okay. Ach du Scheiße, das war's. Ach du Kacke. Alter. Ey. Diese Story ist einfach richtig nice gewesen. Mann. Ich habe das jetzt alles an einem Tag aufgenommen.
noch, dieses Spiel hat mich extrem gecatcht. Von Anfang an. Und dann so ein Ende, das ist... Nein. Wenn man sich das vorstellt, als kleines Mädchen das zu sehen, seine Schwester, die Selbstmord in ihrem Zimmer begeht. Ach du Scheiße. Alter. Na super, ich habe das schlechte Ende bekommen. Wie habe ich mich denn falsch entschieden? Danke, dass du My Big Sister spielst. Alter, diese Musik und alles, die Story einfach hat mich gecatcht. Wow, also das war ein verdammt gutes Spiel, meiner Meinung nach. Also wenn es weitere Spiele in dieser Richtung gibt, die werde ich definitiv auch spielen. Oh. Ist dies das Ende deiner Geschichte? Ich bin sicher, du kannst ein besseres Ende finden, als dieses finden. Ja, also ich könnte nochmal die Kapitel nachgehen und dann gucken, wo ich einen Fehler gemacht habe. Oder vielleicht war es auch kein Fehler, wo ich eine falsche Entscheidung oder sonst was getroffen habe. Obwohl ich nicht mal weiß, ob ich überhaupt eine falsche Entscheidung getroffen habe. Ich meine, was habe ich denn falsch gemacht? Den Typen den Körper abzuziehen oder wie? Ich weiß es nicht. Ja, also diese Geschichte hat mich echt gefesselt. Auch wenn ich komplett verwirrt bin, immer noch. Bin ich jetzt im Krankenhaus? Ist das ein Traum? War ich im Zug oder hat mich die Schwester ins Krankenhaus gebracht bei der Sache? Ich weiß es nicht. Ich bin auch da verwirrt, echt ohne Witz. Auf jeden Fall sage ich nur eins, dieses Spiel hat sich verdammt nochmal für mich gelohnt zu spielen. Es ist einfach eine super mitreißende Story. Ich hatte Gänsehautmomente bei allen, wirklich fast allen. Die Musik einfach Top-Auswahl. Also dieses Spiel ist wirklich ein Kunstwerk in meinen Augen. Also selten habe ich so ein gutes Spiel gespielt. Und auch noch mit so einer Hingabe. Also wirklich, ich habe es ja jetzt an einem Tag durchgezogen zu spielen. Ihr kriegt es so häppchenweise. Aber ja. Dann bedanke ich mich herzlichst für das Gucken vom My Big Sister. Und dann sage ich noch tschüss, bis zum nächsten Projekt. Hauen Sie rein, meine Freunde. Tschüss.